und weiter geht's. So, ich werde jetzt nochmal mit Jorgen sprechen. Das ist doch nichts Neues. Ich werde jetzt die Crew zusammensetzen. Ich könnte dir vielleicht einen Job als Kapitän anbieten. Du willst mich doch wohl nicht verkohlen, mein Junge. Also wenn das wahr ist, dann bin ich doch sofort dabei. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich habe den Novizen hier die halbe Vorratskammer weggefressen. Sind ganz schön sauer, die Jungs. Glaube nicht, dass mich der oberste Magier hier einfach wieder so gehen lässt. Ich muss erst meine Zeche bei Pyrokar abarbeiten. Tut mir leid. Ja, ich... Passt schon. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Das werden wir auch tun. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Oh, Milton, du bist so süß. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Da kann man nicht Nein sagen. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut, wenn du soweit bist. Gut, Milton ist unterwegs. Ah, Milton ist cool. Ah komm, der war goldig. Man muss es echt sagen. Der Milton ist echt goldig. Ich will jetzt erstmal zum alten Dämonenturm, Burg, Kloster, Großbauer. So, wir können natürlich auch die Leute hier vom Dingsbums mitnehmen. Hey. Vom Ring des Wassers. Gott, ich mag dich. Nee, okay. Der bleibt hier. Schade. Aber ich kann hier noch natürlich ein paar Jungs mitnehmen. Ich nehme an, Lee hat Bock, bestimmt mitzukommen. Ich nehme so viele Leute mit, wie es geht. Aber erstmal die alten Jungs hier. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Auf der anderen Seite, ich will gut, dass ich hier bin. Wo ist denn die Frau vom Ona? Hier, oder? Magd Maria. Ich habe hier einen goldenen Teller. Ist das deiner? Ja, das ist er. Tausend Dank. Noch. Wie sieht's mit meiner... Hier, nimm. Du hast es verdient. Oh, danke schön. Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich hab dir doch deinen Teller wiedergebracht. Ist doch super. Ja, die ist lieb. Maria ist ein liebes Weibchen. Doch, ist ein ganz liebes Weib. Ona, hast du gut gemacht. So. Gorn. Ich habe Arbeit für dich. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Ich liebe Gorn. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Eins muss man hier lassen. Kommst du mit zu einer Insel, um den Feind in den Arsch zu treten? Das ist wahre Männerfreundschaft. Ohne viel Fragen, Feuer frei. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Ja, ich arbeite dran. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? So viel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Klar, Gorn ist dabei. Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen.
Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Ja, passt schon. Den nimm auch mit. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ja, komm, auf. Pack deine Sachen. Die ist cool. Pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange... Alles klar. Super. Ich werde so viel mitnehmen, wie ich kann, ey. Je mehr Leute, desto besser. So, Torloff, ich habe was für dich gemacht. Ich brauche dich. Rudi. Hey, du. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann. Warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Das will doch keiner. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Ich hab für so etwas keine Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Das interessiert mich. Den Rest werden die... Nein, das werde ich nicht tun. Du kannst mich mal. Die Jungs da haben schon Probleme. Genug. Bennett! Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Noch ja, Ärger kann was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onas Hof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Alles klar. Sei mein Schmied. Alles klar. Gut, ich teleportiere mich jetzt zu Xardas. Burg, Dämonenturm, Corinus Miental. Xardas. Okay, ich muss aber vorher nochmal pennen gehen. Entschuldigung. Ja. Gut. Dann hole ich Lester auf jeden Fall. Wir brauchen Lester. Lester ist ein guter Mann. So, da muss ich ja sowieso nochmal die Dämonen plätten. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Komm. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Das wirst du auch. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere... Gut, super. Jetzt will ich hier hin, dann ins Kloster, dann sage ich dem Typ, dass er mein Seemann sein soll. Vorher nochmal speichern natürlich. Ah, ich bin jetzt richtig in Aufbruchstimmung. Ich habe richtig Bock jetzt. Hallo Dämon. Na komm her. Na komm. So, nächster Dämon, auf. Komm, Bursch. So, die haben nicht so viel. Volle Heilung, yo. Hier gibt's nochmal ordentlich EP, Bros. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 17.000. Knapp 9.000, 11.000. Ja, 10.000. Rechnen wir mal mit 10.000, ne? Kommt. Herr Graf verteilt Schellen. Mitschlepp! Der nächste. Und das zwei? Ja, zwei. Ich will auch noch einen haben. Ah, das ist mies. Ja, war mir klar. Zum Glück habe ich gespeichert. Oh, Kacke. Die haben mich da in eine richtig ekelhafte Ecke reingedrängt.
Komm her, Dämon. Auf. Komm zu Papa. Moin. Nicht beide. Na, wie ich diese Türme hasse, ey. Die sind halt auch stark und Magieresistenz, ne? Obwohl, warte mal, heiliges Geschoss, vielleicht kann ich da... Warte mal, was frisst denn das heilige Geschoss an Mana? Da muss ich ja mit meinem Mana-Haushalt ein bisschen achten. Das frisst 60 Mana, 6, 12, 8, okay, 3 Stück kann ich abschießen. Ich will mal gucken, was das so... Ja, das war dumm. Vor allem, weil es nur einmal getroffen hat, ey. Das kriegst du doch einen Krampf, ey. Habe ich gespeichert, ja. Komm her. Auf. Ja. Alter. Hier müsste doch auch noch irgendwo einer rumgurken. Da, der. Es ist immer nur eine. Es ist unglaublich mit diesen kacken Mücken, ey. Ich würde gerne wissen, warum. Es ist immer wirklich nur, es ist nicht so zwei oder drei, dass man sagen kann, okay, hier gammelt irgendwas rum oder so. Nein, es ist immer nur eine fucking Mücke, die mich abfuckt. Aber wirklich nur, immer nur eine. Eine einzelne, mehr nicht. Dabei ist hier nichts zu essen. Ich räume doch schon immer auf und mach sauber. Und gut, aufräumen halte ich mal in Anfangsbuchstaben. Aber zumindest gibt es hier keine Essensreste oder so. Hier liegen nur Klamotten rum. Und meistens auch nur frisch gewaschen. Hier ist einer. Hier ist nur einer, okay. Hi. Ja, ist ja gut da draußen. Ich bin hier gerade mit dem Dämonenlord am Schlauf. Am Kämpfen. Boah, hat eine Sau. Gut, wir haben Kohle, wir haben alles. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt zur Pyroka. Nein. Zum Kloster, danke. Dann nehme ich Jorgen mit. Und dann, warte mal, wir haben... Dann muss ich eigentlich noch in die Stadt. Ich brauche auf jeden Fall den Laris, möchte ich mitnehmen. Dann will ich mal fragen, ob der Saturas vielleicht trotz Milton mitkommt. Saladin, halt die Fresse. So, Pyroka, ich habe hier... Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, möge Inor... Danke. Habe ich irgendwelche... Nee. Ich habe nicht so viel. Ich brauche dringend noch Lernpunkte. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank noch. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Sei mein Kapitän. Yo. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon einen Chef und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es... Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Aye, aye, Sir. Gut, super. Jetzt zum Hafenviertel. Ich habe da noch ein paar Leute, die auf jeden Fall mitwollen. Corinus, Miental, Hafenstadt hier.
Hey, du. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig in Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Laris. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So habe ich's gern. Wir sehen uns. Laris, ich bin froh, dass ich dich dabei habe. Du kannst natürlich auch zu den Leuten sagen, dass sie nicht mitkommen sollen. Das kann, machen sie zwei. Dann kannst du auch denen sagen, komm doch wieder mit. Das kannst du zwei, dreimal machen. Und dann haben sie keinen Bock mehr, weil sie sich dann verarscht vorkommen. Das ist ekelhaft. So, ansonsten, ich will Diego auf jeden Fall mitnehmen. Laris, Diego, ey, wir haben hier eine richtig tolle Truppe. Das sind richtige Bros. Vorher möchte ich aber nochmal Mintal, also, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich glaube, ich fahre zu den Halt von Irdorath, dann sind wir im 6. Kapitel. Und dann fahre ich offscreen zurück und hau nochmal alles platt und guck, was ich da noch lernen kann. Ich werde Korenis verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Ich brauche deine Hilfe nicht. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Aber ich nehme dich mit. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korenis ist ein Loch. Warte einen Augenblick. Der kommt jetzt gleich mit seiner Legendary-Rüstung. Die trägt aber auch nur noch der. Die Rüstung ist, also die Rüstung hier selbst sind eigentlich ganz cool. Also die Rüstung jetzt nicht die. Ah, oh, die ist schön. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Gut, super. Man darf halt nicht alles glauben, was man macht. Gut, habe ich noch irgendwelche Fälle, die ich Boss vergeben kann? Klar? Stimmt, die Händler habe ich schon alle abgegrast. Da muss ich erstmal warten. Vatra, Saturas würde ich gerne noch mitnehmen. Ansonsten wüsste ich jetzt keinen, den ich noch mitnehmen könnte. Adanos. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn möge Ada. Gut, super. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle. Ich muss mal gucken, wer sich jetzt da am Hafen unten versammelt, aber vorher gehe ich nochmal pennen. So, dann sind die nämlich alle da. Und dann will ich mal schauen. Ja, wir sind bald Level up, ne? Wir haben nicht mehr viel. 5000 vielleicht noch. Die Frage ist, wen kann ich noch alles mitnehmen? Eigentlich habe ich keinen mehr. Ich könnte den Alrik nochmal fragen. Der ist bestimmt. Er hat bestimmt vielleicht Bock mitzukommen. Da bist du, Alvin. Sorry, aber du musst nochmal. Gammeln. Lass mich mal überlegen. Es gibt halt sonst echt keinen mehr, ne? Nee. Den kann ich leider nicht mitnehmen. Okay. So, wir haben Vatras. Stimmt, Vatras heißt der nicht Saturas. Ich hab den mit dem Saturas verdingsbumst. Hey, da du. Bist du, Monty. Ich hätte das nicht. Hey, du. Und? Alter, die haben in meiner Abwesenheit nichts auf die Reihe gekriegt. Ich muss mir erstmal die Baupläne wieder reinziehen. Na gut, lass dich nicht stören. Ja, alles klar. Gute Reise noch. Alles klar, Petri Eil, mein Freund. Ah, die Jungs sind in Ordnung hier. Wir sind jetzt hier
auch nicht mehr. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Zeig mir dann. Du wirst in eurem. So, was haben wir denn hier? Höhlen von Korinus, die nehme ich mal mit. Stadtkarte, Landkarte. Karte der heiligen Schreine, die brauche ich eigentlich nicht. Was habe ich dem jetzt verkauft? Ah, super. Das geht ja noch. So, Auge Innos, Seelenruf-Amulett, Innos göttliche Aura. Dieses Amulett verleiht dem Träger Schutz vor jeglichem Schaden. Okay. Aber ich brauche den. Ich brauche das Auge Innos noch. So, um die Quest zu triggern. Ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Und? Ich bin dabei. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar, wir. Genau. Das ist ein Böser, der Mario. Der wird von den Suchenden irgendwie rekrutiert. Der erzähle ich gar nicht. Aber es gab halt XP. Ich kann den natürlich jetzt auch noch wieder weglegen, aber der macht eigentlich nichts, der greift halt nur mich an. So, jetzt geht's auf zum Schiff. Ist eigentlich ganz gut. 21 Minuten ungefähr. 22, sagen wir es mal so. Dann gehe ich zum Schiff. Hallen von Ildorat. Trigger Kapitel 6. Beende die Aufnahme. Schneid die Parts zurecht. Also schneid sie nicht zurecht, sondern benenn die erstmal. Dass ich weiß, was abgeht. Und dann. Spiele ich weiter, mach Offscreen, räume dann nochmal Offscreen auf und dann Feuer frei. Jo, das sind nochmal Leute, ne? Eins, unser Captain. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Leute habe ich, Bro. Das schickt mir auch. Ich will aufs Schiff. Moment, ich wollte. Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Ich bin Feuermagier. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Glaubst du? Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos. Ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Du stellst den Wunsch eines Magiers des Feuers in Frage? Nein, natürlich nicht. Innos mögen wir verzeihen. Magier des Feuers sind die Hüter der Weisheit Innos. Mhm. Wer sie in Frage stellt, stellt Innos in Frage und verwirkt jegliches Recht auf seine Gnade. Ja. Was passiert, wenn ich an Bord gehe? Ich werde dich töten. Ich meine, aufhalten. Du würdest einen Magier des Feuers angreifen? Ich würde niemals Hand an einen Magier legen. Also, was würdest du tun, wenn ich an Bord ginge? Nichts, mein Herr. Ich werde jetzt an Bord gehen. Das darfst du nicht. Lord Hagens Befehle waren eindeutig. Schließen Lord Hagens Befehle auch mich mit ein? Ich weiß nicht. Denk mal nach. Würde Lord Hagen es wagen, einen Magier des Diebstahls zu verdächtigen? Das glaube ich nicht. Zum letzten Mal. Lass mich auf das Schiff. Verstanden. Du darfst auf das Schiff. Ja, wollte doch schon sagen hier. Ich bin dein Chef. Ich glaube, es geht los. So, du bist mein Kapitän, ne? Ja, wir können los. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch. Her mit der Karte. Gut, dann hoch. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der. Gut, du hast alles. Du holst jetzt noch rum. Kannst du mir mal verraten, was du hier treibst? Ich brauche das Schiff. Also werde ich es mir nehmen. Das kannst du nicht tun. Der Erztransport. Das Erz im Minental wird nicht reichen, um den König zufriedenzustellen. Ich war dort. Da ist nichts mehr zu holen. Hagens Mission ist eine Farce. Die eigentliche Bedrohung hat ihre Wurzeln auf einer vorgelegenen Insel nicht weit von hier. Ich werde dorthin segeln und sie beenden. Entweder du schließt dich mir an, oder ich muss dich aus dem Weg räumen. Du hast die Wahl. Hm. Hört sich an, als hätte ich keine Wahl. Richtig. Nun gut, ich werde mich dir anschließen. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Damit kann ich leben. Dann tu,
was du tun musst. Ich werde hier auf dich warten. Gut, der geht jetzt an Bord. Super. Ich glaube, als Söldner wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Als Paladin hätte man ein bisschen Kohle zahlen müssen. Und als Magier konnten wir der Schiffswache sagen, hier, Bruder, so geht das aber nicht hier. Jetzt können wir uns in Ruhe das Schiff nochmal angucken. Schönes Schiff eigentlich, übrigens. Hey, du. Er hat mir nichts mehr zu sagen. Er hat die Hosen gestrichen voll. Muss aufpassen, dass er bei dem Regen von innen und außen seine Hose nicht durchrostet. Daran wird sich nie etwas ändern. So. Super. Saturas, Matras und Milton. Oh, geil. Na, Jungs. Warum erfahre ich das erst jetzt? Feuerfrei. Ich will mich im Schiff umgucken. Dann gehe ich pennen. Wie gesagt, dann sind wir Hallen von Edorath, Kapitel 6. Letzte Kapitel. Und dann fahre ich aber nochmal offscreen, wie gesagt, offscreen zurück und hau nochmal den ganzen Kram durch. Oh, schönes Schiff hier. Könnten uns eigentlich auch an. Wir hätten uns auch hier reinschleichen können. Aber wir kommen später, wie gesagt, wir hätten jetzt hier sowieso auf das Schiff gemusst, weil ich glaube nicht, dass die ganze Crew sich da reinschleicht. Diego, Lester, easy. Gorn hätte sich einfach den Weg freigeknüppelt. Bennett wäre wahrscheinlich hinter Gorn hergelaufen. Aber ich glaube, Watras und Milton, die wären halt nicht so begeistert von der Idee gewesen, wenn wir uns das Schiff mit Gewalt nehmen. Von daher, hier liegt noch ein Trank. Da hinten liegt auch noch Zeug. Lederbeutel, Trank. Ich weiß nicht, was auf dem Schiff noch so rumpft, was das für Tränke sind. Aber auf jeden Fall Lederbeutel, Ring. Was haben wir hier? Morad Fett für die Kanone. Ist immer ganz gut, seine Kanone schön zu fetten. Was haben wir denn hier für Tränke? Was haben wir bekommen? Oh ja, Stärketrank. Super. Das war es eigentlich auch schon mit dem Schiff, soweit ich mich recht entsinne. Hier hinten ist die Captain-Kajüte. Ja, der Watras hat uns noch ein paar Spruchrollen hinterlassen. Keine Ahnung, was für Spruchrollen, aber von mir aus. Hey, du! Gut, du hast uns nichts mehr zu sagen. Die Jungs sind jetzt alle. Haben jetzt nichts Neues zu sagen. Wir sind jetzt in Aufbruchstimmung. Und das werde ich jetzt auch direkt tun. Werde aber nochmal Stück von meinem Steak essen. Oh, geil. Bennett, du bist zufrieden? Hey. Warte mal. Gut, Gorn inspiziert das Schiff, das ist super. Wenn wir die Sache erledigt haben, wird. Naja. Lee, hey, du hast hier super alles im Blick. Das ist ein guter Stratege, deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, den dabei zu haben. So, hier ist die Mannschaftskajüte. Hier gibt es sonst nichts, ne? Hier pennen die Jungs. Gibt es hier noch irgendwas zu finden? Nö. Ja, wollte schon sagen, Gorn. Oh Mann. Nee, das geht so nicht. Gorn. In die Kajüten können wir nicht rein. Erzbrocken, was steht hier? Wenn wir die Treppe hochgehen, triggert's. Ich will nämlich nochmal speichern. Weil man weiß halt nie, was hier so passiert. Loading.
Ja, das war mir klar. Die Videosequenz kann man leider, nicht aufgesetzt. Die Hallen von Eduard. Ich habe so einiges. Wir sind jetzt auch im Kapitel 6. Und hier geht auch echt. Kapitel 6, die Hallen von Eduard. So. Hier ist so richtig Kacke am Dampfen. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde aufstehen, habe noch ein bisschen was zu tun. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.